Die Entscheidung des FC Bayern, Thomas Tuchel im Sommer bereits gehen zu lassen, ist bekannt. Und dieser hat sich nach dem Spiel auch geäußert und hat ähnlich wie Sie gerade auch harte Worte über die Leistung seiner Mannschaft gefunden, hat öffentlich über Harakiri gesprochen. Es war undiszipliniert in den Positionen, es war teilweise Harakiri. Wir haben Dinge gemacht, die haben wir noch nie trainiert, über die haben wir noch nie gesprochen. Das sind aus Trainerperspektive dann doch schon sehr deutliche Worte, oder? Ja, und ich verstehe nicht, warum er so ein bisschen auch medial kritisiert worden ist dafür, dass er deutliche Worte nennt, sondern die muss er ja nennen, er ist ja Trainer, ja, und er kann natürlich die Mannschaft und auch einzelne Spieler da angreifen und zu Recht aber auch, weil es waren viele, viele Situationen dabei, wo die Freiburger noch viel besser hätten nutzen können, viele Umschaltmomente, die die Freiburger vor allem hatten und die Bayern komplett offen waren, komplett nicht auf ihren Positionen, von ihren Positionen auch weggerannt, irgendwo vorne, alles nach vorne nur denkend, aber nichts nach hinten denkend. Ein Paradebeispiel war natürlich auch das Zweikampfverhalten, gerade beim zweiten Gegentor, ne, ein langer Einwurf und Gregoritsch kann den Ball ja leicht nach hinten annehmen im Endeffekt oder gleich auflegen für Höhler. Da muss er natürlich im 16er komplett anders präsenter sein, auch von der Körperlichkeit her, auch in den Zweikämpfen auch drin sein. Das war alles so ein bisschen, ja, das wird schon klappen, nach vorne werden wir unsere Tore machen, aber am Ende des Tages waren halt die zwei auch zu wenig, weil man auch zu Recht doch zwei bekommen hat. Und das ist das, was Tuchel angesprochen hat, dass man da nicht in den Positionen war, nicht, und das habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal auch immer so gesagt, nicht als verschworene Einheit einfach auch gegen den Ball zu arbeiten. Und das ist sehr auffällig bei den Bayern gerade, muss man ganz klar sagen, weil sie schlucken immer ihre Tore. Aber liegt es nicht auch in der Verantwortung des Trainers, dass die Dinge, die man trainiert, auch dann im Pflichtspiel zustande kommen? Also im Grunde kritisiert er sich auch ein bisschen selber, oder? Ja, aber du hast natürlich auch während des Spiels natürlich wenig Einfluss von draußen, den du so jetzt nehmen kannst, dass du da jetzt in den Situationen reagieren kannst. Und wir reden ja jetzt hier nicht über irgendeine Mannschaft, sondern wir reden über den FC Bayern München. Das sind eigentlich alles Top-Klasse-Spieler, Weltklasse-Spieler dabei, internationale Klasse, alles Nationalspieler. Und das, was ich meine, als Trainer bist du dann auch ein bisschen machtlos, wenn auf dem Platz dann plötzlich das eine mit dem anderen nicht funktioniert. Und da kristallisiert sich einfach heraus, dass hier keine Führung in der Mannschaft übernommen wird, auch auf dem Platz. Bei Thomas Müller siehst du es manchmal, ja, wie er versucht, den einen oder anderen zu pushen, oder zurechtzuweisen, auch in den Positionen. Aber sonst hast du ganz, ganz wenige. Manuel Neuer ist viel zu weit hinten, der ist im Tor, der kann da wenig Einfluss manchmal drauf nehmen. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert und immer öfter, dass die Spieler vielleicht nicht das machen, was der Trainer eigentlich möchte. Erstaunlich, muss man sagen, weil eigentlich wollen sie ja auch Erfolg haben, auch die Spieler Erfolg haben, weil ich auch schon oft gefragt worden bin, spielen sie gegen den Trainer? Aus meiner Sicht, das ist ein Quatsch immer, diese Legende, man spielt gegen den Trainer. Ja, es ist keine positive Energie da, kein Zusammenhalt in den Situationen dann da. Und jeder spielt so ein bisschen sein Ding und hat seine eigenen Probleme, die schleppt er mit sich rum. Sie waren auch in diversen Stationen Sportvorstand, Sportdirektor. Wie kommt so eine Aussage eines Trainers in dieser Position an? Max Eberl jetzt neu im Amt, wenn der Trainer so ein Zitat öffentlich raushaut, sagt man, er hat ja irgendwo recht oder geht man da auch nochmal ins Gespräch? Ja, ich bin mir sicher, dass er natürlich auch mit Max Eberl, auch mit dem Trainer darüber redet, mit Thomas Tuchel. Aber eins ist auch klar, so kenne ich auch Thomas, er ist ein hervorragender Trainer und das wird er auch bleiben, auch wenn er nicht mehr bei den Bayern ab Sommer ist. Das wird er, so kennt man ihn auch, er wird es auch intern natürlich auch sagen, das muss er sehr klar ansprechen. Sorry, also wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Spieler immer so sehr in Schutz nehmen, ja? Und dann alles ist nur der Trainer. Natürlich merkt man, dass da irgendwo nicht dieser große Zusammenhalt da ist, gerade aktuell. Und das spürt man ja auch auf dem Platz. Sieht man bei vielen Spielern, dass sie einfach mit ihren Problemen einfach nicht zurechtkommen, die nicht in die Mannschaft die Energie zurückgeben können, weil da ist keine positive Energie unbedingt da. Und deswegen gibt es da viele Gespräche. Also ist auch Christoph Freund, Max wird sicherlich auch versuchen, positiv die Sache jetzt anzugehen. Du musst ja antizyklisch angehen. Also wenn gerade eine schlechte Stimmung ist, musst du eigentlich positiver sein und musst gucken, dass du die Jungs wieder locker kriegst. Weil eins ist ja klar, man hat morgen ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Lazio Rom in der Champions League, da möchte man eine Runde weiterkommen. Das ist eigentlich das letzte Ziel, was sie jetzt noch haben, in der Champions League gut dazustehen. Und da brauchen sie ein ganz anderes Miteinander. Wenn sie dieses Miteinander nicht haben, dann werden sie auch Probleme gegen Lazio bekommen.